Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu No Man's Sky. Danke für störende Aufnahme. Seid doch noch ein bisschen lauter. Frauen. Ja, Freunde, ihr wisst, wie das ist. Außer ihr habt keine, dann wisst ihr nicht, wie das ist. Dann könnt ihr euch zeitweise glücklich schätzen. So. Heute wieder ohne Kamera und ohne Stream, weil dafür dann auch ohne Standbilder. Und wir waren Signal verfolgen bis zu seiner Quelle. Jetzt ist die Frage, wo war denn dieses Signal? Da hinten. Was haben wir zuletzt? Ich weiß, ich habe irgendwelche komischen Bälle eingesammelt. Ich erinnere mich dunkel. Und dann wollten wir eigentlich, glaube ich, weiter zittern, ne? Das heißt, wir zwiebeln jetzt erstmal da hinten hin. Ach, jetzt brauchen wir sogar 4 Tage. Das ist ja toll. Okay. Es wird auch nicht näher. 2 Tage, 1 Tag. Jetzt kommt es langsam. 10 Stunden, 9 Stunden. Oh Mensch, da sind wir noch ein bisschen unterwegs. Da würde ich sagen, fliegen wir mal in den Äther. Und verkrümmeln uns mal unauffällig. Und dann wird es auch ein bisschen schneller gehen, sobald wir in der Atmosphäre sind. Beziehungsweise außerhalb der Atmosphäre. Hoffe ich. Hier regnet es noch. Ja, dauert noch ein bisschen. Müssen wir einmal nach außen. Müssen wir einmal den Planeten umverrunden. Siehst du, jetzt sieht es nämlich schon ein bisschen besser aus. Jetzt ist es nur noch 12 Minuten. Dann steigen wir noch mal ein bisschen höher. Dann sollten wir eigentlich auch bald da sein. Hoffe ich. Ja, wird besser. Wir können auch noch ein bisschen höher, vielleicht geht es noch ein bisschen schneller, dann müssen wir jetzt hier nicht 130.000 Minuten rumflülzen. Wow, nicht so tief, nicht so tief, nicht so. Alter, Alter, was zieht der runter, Junge? Was ist los mit dem? Steuerung läuft hier. Ich gehe mal kurz. Ich schalte mal eben ganz runter, dann kann ich besser navigieren. So, pass auf. Und jetzt machen wir ihn hier. Kann man Maß nehmen und Lichtgeschwindigkeit gibt Schubkohle. Das soll schon schief gehen. Brauchen wir nicht allzu viel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voll drauf zu. Warte. Kurzantrieb offline. Ja, ja, war schon. Auf dem Planeten Panda. Es ist wieder sehr laut. Habe ich das nicht schon mal geändert? Warte mal. Allgemeine Option. Lautstärke. Habe ich schon mal geändert. Ist aber wieder sehr laut auf meinem Headset. Das war letztes Mal auch schon so. Sieht doch wieder sehr laut in der Aufnahme aus. Wie kann das denn sein? Ich quatsch ja kaum lauter. Was ist da los? Hier sieht es irgendwie anders aus. Ach, guck mal hier. Wo war landen eh, ne? Ich mach mal. Es qualmt, sie sehr einladend aus. Hier, hey, ich freue mich. Wie war Waffenwechsel mit G, ne? Ich gehe mal auf den Blitzwerfer. Wir haben noch ein bisschen Muni. Und, was war das andere? F, ne? Was ist das da? Summendes Ei. Summendes Ei. Gefährliche Flora. Summendes Ei. Summendes Ei. Reines Verriet an Samsung, alles klar in Sansibar. Können wir den schon? Jo. So, dann mache ich mal den Scanner. Ach, guck mal hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da rein will. Bist du das Summende Ei? Du bist das Summende Ei. So, ich habe mal was gelesen, mit aufs Dach flüchten. Nur zur Sicherheit. Summendes Ei. Ach, hier können wir die abbauen. Oh Gott. Was ist das da hinten? Ach so, ein Stein. So, jetzt habe ich, glaube ich, aus Versehen die Waffe gewechselt. Ich schwurbel mal. Komm mal vor, so hoch. Und hier sollen die eigentlich nicht hochkommen. Und dann
Mach ich mal kurz den Mühlenleser-Rettich. Das soll schon schief gehen, ne? Okay, das sind also biologische Abscheulichkeiten. Ich bin übrigens ein sehr schlechter Schütze, ich sag's nur mal. Wie viel fressen die denn dann? Wie viele von den Viechern gibt es denn hier? Schon wieder die her. Sind doch alle für ein paar. Schwarm löst sich auf. Ein Granatwerfer wäre schön, weil die dummen Eier lösen sich anscheinend auf. Das ist sehr schlecht. Und nicht richtig zielführend, habe ich so das Gefühl. Nein. Hau ab, den Bob. Tschüss. Es ist weggerollt. Hat mich erwischt. Ist gar nicht so einfach. Das ist der Terrormanipulator, ja. Das ist das Gefühl, die Viecher zu bekämpfen, bringt irgendwie gar nichts. Die einfach immer und immer wieder kommen. Wir kratzen gleich ab. Dummi-dummi-dumm. Ich bin gleich tot und du? Nest oder was? Vielleicht keine Munition mehr. Nicht gut. Gar nicht gut. Nein. Komm schon. Boah.
Krass. Ich mach mal hier eben, ne, wo bin ich hin? Ich brauch ein bisschen Lebenserhaltung. Ja. Der ist weg. Hallo. Anscheinend nicht. Das hat mich gerade noch gehittet. Dem Auffüllen wäre schön. So muss eigentlich anscheinend respawnen die auch. Was ist das da? Überall so eine Dinger. Irgendwo war hier biologische Bedrohung. Gefährliche Flora hier. Kann ich zufällig. Hier drin bin ich ja gänzlich unbewaffnet. Verlassenes Gebäude, Einwohner unbekannt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Munition, das ist toll, freue ich mich. Hier Atlaspass, wieder Munition. Ja, so ein Ding kenne ich auch noch. Oh, hier. Schild. Sauerstoffkapsel, freue ich mich. Ekelhaft. Nichts gefunden. Aufgegebenes Terminal. Durch Entfernung des beschädigten Materials reparieren. Ja, tschüss. Jetzt? Oh Gott. Terminal online. Wähle Schlüssel. Entschlüsselung. Erfolgreich. Nehmen wir wohl auf? Ja. Das Terminal ist mit einem seltsamen grünen Material verschmiert, aber es scheint dennoch zu funktionieren. Als ich die Eingabekonsole berühre, reagiert die fremdartige Substanz aggressiv. Ich notiere mir, zu vermeiden, mich ihr weiter zu nähern. Das Gerät öffnet sich und gibt ein einzelnes, nicht blinzelndes, karmesinrotes Auge frei. Es hinterlegt eine Probe Antimaterie, zusammen mit einer seltsamen Nachricht. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du uns finden. 16, 16, 16, 16, 16, 16. Juhu, Antimateriegehäuse. Brauche Sauerstoff und Ferritstaub, da freue ich mich ja. Und Antimaterie. Ich vermute mal, jetzt sollte ich vielleicht einen Schuh machen. Baue eine Wortzelle. Okay. Wäre vielleicht nicht unbedingt schlau, das auf diesem Planeten hier zu machen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Der Planet ist echt scheiße. Allein weil ich diese Dinge hier nicht kriege. Also ich könnte es einmal versuchen. Wir haben ja gerade gespeichert, ne? Alles klar, tschüss. Lauf, Junge, lauf! Aua! Geh da rein! Ich kann diese komischen Eier gar nicht aufsammeln. Verdienlich. Komm mal weg, ne? Tschüss. So, am besten. So, mein Mikro ist voll runter. Also, hängt zu tief. So, am besten, wir. Ja, so ungefähr das. Haben wir schon mal? Sieht nicht so aus. Aber hier ist ein Landepunkt. Das ist sehr gut. Mal bremsen.
Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Nö, unbekannter Sektor. Alles klar, jetzt brauchen wir Sauerstoff. Und wenn ich das richtig sehe, sehe ich da hinten Sauerstoff. Warum ist die Musik noch so hoch hier dreht? Bin ich noch verfolgt oder was? Ich will es nicht hoffen. Okay, noch nicht. Jetzt kenne ich die und da hinten sind noch ein paar Kanister. Kanisterisierenderweise, die nehmen wir einfach mal mit. Schaden kann es ja nicht. Verdichteter Kohlenstoff. Verrostetes Metall. Mal wegmachen und noch mehr verdichteter Kohlenstoff. Alles klar, so wir brauchen Ferritstaub und ein Geckrelikt. Das heißt, wir brauchen einmal den Minenlaser und dann müssen wir mal so Dinge abbauen. Sowas hier zum Beispiel. Und ich glaube, unsere Tasche ist auch schon wieder fast voll. Na, ja, drei Stück noch. So. Und jetzt können wir rein theoretisch erstmal gucken, was hier abgeht. Habe ich den schon gescannt? Jo. Ich habe schon. Hier war mal irgendwas nicht identifiziertes. Das Ding. Analysieren. Oh, guck mal, da hinten ist wieder so ein Dingensmoped. Ach, guck mal an. Das nehme ich mit. Ganzes Feld voller Sauerstoff. Da lasse ich mich nicht lumpen, den nehme ich mit, den ganzen Humpeln. Wächter sind wahrscheinlich nicht gerade amüsiert, aber ich zerstöre die Pflanzen ja nicht. Die wachsen ja nach, oder? Ach nee, schade. Uralter Schlüssel. Staubige Wanzen. Die Probe hat einige weitere Proben hervorgebracht. Setzlinge, die zügig gekeimt haben und gewachsen sind, da wird wieder dem Licht und der Luft ausgesetzt war. Okay, was haben wir denn im Raumschiff drin? Polyfasersäure, Raumschifftreibstoff, Technologie und Mordit. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da würde ich dann mal den durch rüberwuppen. Hat Olli Geckrelikt. Den Gravitino-Ball auf jeden Fall. Ich glaube, wir kriegen gleich ein Problem. Geh mal weg, ne? Der ist auch nicht amüsiert, deswegen wahrscheinlich. Da haben wir ein bisschen Platz auf Tasche. So, was brauche ich hierfür? Kobalt. Als bald Kobalt. Das kennt er. Kohlenstoff, Stickstoff. Kohlenstoff und Pilzschimmel. Okay. Reicht das weit? Ja. Flora. Was floriert sie denn? Natrium? Ja, noch geht's. Kritische Belastung erst in 3 Minuten. Kohlenstoff und Pilzschimmel. Ferritstaub und Ammoniak. Was habe ich jetzt überhaupt gesucht? Ach, Kobalt, ne? Kobalt. Da koks ich bald. Hier gibt es anscheinend kein Kobalt. Na, jetzt hört es aber langsam. Oder sind wir von da gerade gekommen? Nee, wir sind von da.
Ich habe keine Ahnung. Ich renne mal kurz hin, ne?